Carlos Bernegger am Wochenende geht es gegen Grasshoppers. Grasshoppers bekannt für eine robuste Art aufzutreten. Man hat es hier in der Swissport Arena gesehen. Wie stellen Sie Ihre Mannschaft ein, um dieser Kraft entgegenzuhaben? Ja, es ist sicher noch wichtig, ein überzeugender Auftritt von meiner Mannschaft. Das ist zusätzliche Elemente, wo noch dazu bringt, wie die Intensität, Rhythmus ins Spiel, weil Getze, es ist eine Mannschaft, wo alle Facetten beim eigenen Ballbesitz, beim gegnerischen Ballbesitz sehr gut noch beherrscht. Und von dem her, es ist sehr wichtig, dass wir überzeugende in unser Spielstil können auftreten und im Zusammenhang mit der Intensität und der Rhythmus, wo dieses Spiel wir noch brauchen, in der Lage sind, um das zu anwenden. Es ist nicht nur eine robuste Gangart, spielerisch ist GC etwas vom Besten, was in der Schweiz ist. Wie entgegnet man dem? Ja, man muss die Wege neutralisieren, man muss entschlossen in die Duell noch gehen, entschlossen in den Aktionen gehen, defensive überzeugende Duell suchen und gleichzeitig nicht so leicht Ballverlust verursachen, die den Gegner vereinfachen wird, Torchancen noch zu kreieren. Oder? Es ist eine Entwicklung beim FC Luzern. Wir hatten zwei zweite Halbzeiten gegen Sion und gegen St. Gallen, die schlichtweg hervorragend sind. Das Publikum war begeistert. Entsprechend hat man auch gewonnen. Wie soll durch die Entwicklung gehen? Ja, das wollen wir noch bestätigen. Die Entwicklung zeigt, was wir bis jetzt gemacht haben. Die Mannschaft hat enorm viel investiert und die Mannschaft ist in der Lage, auch verschiedene Situationen auszumeistern. Und ich bin froh, dass auch solche Gegner kommen, wie in Köpzion, wie St. Gallen, wo alles abverlangen und die Mannschaft muss auf dem Level oder auf der Höhe sein, solche Spiele richtig können erfolgreich noch zu bestehen. Wie gehen Sie Anführungsschlusszeichen mit dem Problem um, dass Sie immer mehr Spieler zur Verfügung haben? Jeder, der Sie einsetzt, überzeugt, dass auch Bento, man hat auf der Bank einen Bausenik, einen Caraba, also ein Luxusproblem. Nein, es ist kein Luxusproblem. Das ist gut so, dass der FC Luzern in der Lage ist, ein Kader zu verfügen, die gesund ist und jeder in der Lage ist, seinen Beitrag zu leisten und erfolgreich noch zu spielen. Wichtig ist, dass wir ein Spielkonzept noch haben und die Mannschaft, wo die beginnt, in der Lage ist, auch die Mannschaft zu haben, wo dieses Spielkonzept beenden kann. Und für das brauchst du alle Spieler, wo überzeugt sind von diesem Spielkonzept. Schlussendlich ist es aber ein Kompliment an Sie, dass Sie das Kader stetig verbreitern und immer mehr Optionen zur Verfügung haben. Der Gegner weiss schlichtweg nicht mehr, wie der Carlos Bernegger aufstellt. Nein, ich denke, das ist ein Verdienst von den Spielern, die tagtäglich an sich selber investieren, die in der Lage sind, hungrig bleiben, um Vorsetzungen, Entwicklung besser werden wollen, mit dem Sinne Einsatz bestätigen, diesen Vorwärtskommen. Wenn ich Ihnen anbiete, 5 Punkte und der Cup-Halbfinale, würden Sie das unterschreiben? Da würde ich sicher noch unterschreiben. Wir müssen Spiel für Spiel und mit diesem Enthusiasmus und positives Haltung, es ist sicher immer alles möglich.